Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FN 2018. Wir machen heute weiter mit dem Qualifikationstraining. Ja, das freie Training war nochmal gut. Dreimal Platz 1. Deutlich Platz 1. Also eine halbe Sekunde war es im ersten Training, eine Sekunde knapp war es im zweiten und etwas mehr als eine Sekunde war es im dritten freien Training. Ja, wenn wir jetzt im Qualifikationstraining auf den Hypersoft-Reifen, gut, da fahren sie alle wahrscheinlich die Hypersoft, hier eine gute Position holen. Wir werden eh keine gute Position, ja, wir werden definitiv von hinten starten und ich würde mal sagen, wir gehen ohne viel Gelabere rein ins Qualifikationstraining an diesem heutigen Samstag. Wir haben eine 50 Plätze Gridstrafe, so mal nebenbei. Ja, und das ist der Trailer zum Qualifying. Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan Römer, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. Jo. Ja, wir können jetzt auf die Strecke gehen, weil, wie gesagt, wir fahren in ein, zwei Runden und dann ist das Thema eh gegessen. Also die Runde ist eh gegessen. Wir können einen nagelneuen Satz Reifen nehmen. Das heißt, wir können jetzt gucken, ob wir hier was rausholen. Ein bisschen lustig das Auto zerlegen heute. Wie gesagt, wir starten eh aus der letzten Reihe. Das ist es halt. Wir starten irgendwo bei den Williams wahrscheinlich. Mal gucken. Das Team, wo ich in der neuen Saison, einfach 2019 auf jeden Fall in die Karriere gehe. So, ich glaube, wir haben hier... Ja, genau, wir haben es. So, ich habe einen Energy Drink gerade neben mir stehen. Jo, jetzt passt noch zum Team. Ja, ich weiß, ich trinke sowas. So, die Zeiten laufen jetzt gerade runter. Bottas momentan auf Bestzeit. Ist ja heute wichtig, wenn wir wirklich einen starken, guten Startplatz, ein gutes Rennen morgen fahren. Heute ist der Startplatz, wie gesagt, unwichtig. Ich glaube kaum, dass einer über 50 kommt. Okay, ich muss gerade komplett auf die Eisen gehen. So. Das war ein bisschen zu viel gewollt. Die Runde müssen wir nochmal neu ansetzen. Mit Hand auf 8. Mit 15,8 Sekunden Rückstand. Wie gesagt, nach dem kleinen Ausflug dort. Versuche ich nochmal eine Zusetzung der Zeit. Okay, also ein Versuch kommen wir noch. Mhm.
Bis zu der ersten Sektor, glaube ich. So, zum Einsatz setzen. Jetzt könnte es in den zweiten Sektor gehen mit einer weiteren letzten Zeit. Mit zweimal Violett. Ja. Habe ich da so kleine blöde Rutscher drin. Das ist momentan ist das eine Sekunde Vorsprung. 15:8 war der Rückstand. Alles, was bei mir jetzt über 16:8 oben steht, müsste eigentlich reichen, um mit einer Sekunde Vorsprung in die schnelle Runde zu gehen. Würde sich ganz reichen, aber nur. Aber 0, fast eine Sekunde Vorsprung auf Sebastian Vettel. So. So far, our fastest lap is a 1:33.3. Ja, wir müssen jetzt gucken. Wie gesagt, fahren wir mit dem Kollegen Nico Hülkenberg mal mit. Und jetzt mit Lewis Hamilton. Wir haben noch gute 8,5 Minuten. Also ich komme wirklich raus, müssen wir mit unseren Zeiten nicht mehr. Ich hoffe, dass wir die Pace morgen mitnehmen können. Aber wie oft ist das schon passiert, dass wir es eben nicht konnten? So. So. Ja, sind glaube ich jetzt fast alle in der Box. Genau, ist keiner auf der Strecke. Steht ja auch unten rechts. 0 von 20, also Strecke momentan frei bei 7 Minuten noch. Naja, nicht ganz frei. Sergio Perez fährt zum Beispiel auf die Strecke jetzt. Der Force India-Pilot. Möchte seine 9. Platz ein bisschen gerne noch verbessern. Ups, ne, Vettel, ich wollte gerade sagen, 0,8. Oh, wie knapp das da ist. Vettel und Raikön, die sind ja fast identisch, die Zeiten. Und dann ganz knapp dahinter Max Verstappen. Also das wäre so wichtig, wenn der die beiden Ferrari packen würde. Hülkenberg momentan auf 5, der immer noch ohne Podium ist. Und Perez ist uns der Einzige, der momentan auf der Strecke ist. Und mit dem fahren wir jetzt auch los.
So. Gucken wir mal, ob wir es heute hinkriegen. Wir schauen jetzt eh die Reifen, weil ich denke, es ist egal. Wir mussten die Wechsel ja machen. So, aber einen guten Schwung vielleicht für die letzten Rennen. So. Hm? 4 Minütchen haben wir noch. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich heute nicht mehr auf die Strecke fahren. Weil es bringt ja nichts. Weil wofür? Wir haben 2 Versuche gesetzt. Das ist okay. Die erste Runde, wie gesagt, die hätte auch. Ja, ohne den Fehler weiß ich nicht, ob die auf die Zeit gekommen wäre. Aber 33,3 mittlerweile. Wann haben wir denn noch so auf der Strecke? Magnussen. Stroll, Sirotkin und Vettel vor allen Dingen. Das ist wichtig. Vettel ist wichtig. Erste Rundenzeit 33,6. Da ist er ein Ticken schneller als wir. So, Vettel momentan nur auf 3. Hat sich noch einer dazwischen geschoben? Hat sich der noch dazwischen geschoben? Der Bottas! Our best lap so far is a 1:33.3. Was hat denn Vettel noch auf der 4? Kimi, der muss noch mal ein bisschen was nachlegen. Aber Vettel. Bottas, das ist knapp. Ja, die sind beide ziemlich knapp an die Zeit noch einmal rangekommen mit den frischen Reifen. Noch 1:20. Jetzt wird es auch nicht mehr bringen, rauszugehen, weil jetzt brechen sie quasi fast alle ihre Runde ab. Max ist da in der Box. Kimi müsste wahrscheinlich jetzt auch Hülkenberg.
So. Jetzt sind 20 Sekunden gehen jetzt rein. Höck mir seine Runde auf die 7 gestellt. Sein Standardplatz eigentlich. Hülkenberg ist immer so einer, der Best of the Rest ist. Normalerweise bei den Ferrari, bei Mercedes, Ferrari, Red Bull. So sind eigentlich normalerweise die ersten 6. Und dann meistens Nico Hülkenberg. Ab und an springt aber auch mal ein Sergio Perez mit dazwischen, der momentan auf 6 steht. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying-Spannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hamilton, Richter und Kimi Räikkönen. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Ich hatte gedacht, dass wir mit unserer 33302 tatsächlich da ziemlich souverän vorne weg sind, aber auf einmal springt dann Lewis Hamilton mit davor und auch Kimi Räikkönen ist ganz schön nah an die auf die Pelle gerückt. Aber wie gesagt, es ist letztendlich egal. Also Start, eigentlich würden wir theoretisch von Platz 52 ins Rennen gehen. Ja, die Frage ist, was ist morgen drin, ne? Vom letzten Startplatz. So. Gut. Na, wieder ein deutlicher Rufsprung. Die holen wir uns meistens eh im Rennen. Ja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Das ist leider einfach so. Gut, wir gucken ins Wetterbericht rein. Das bleibt auf jeden Fall trocken. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend heute. Wir sehen uns morgen wieder mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von Sochi, also Russland. Ne? Tschüss.